Hi, in meinem kurzen Video zeige ich euch, was das Fitbit alles kann bzw. was es nicht kann. Es erinnert euch stündlich dran, dass ihr euch bewegen müsst. Das könnt ihr allerdings abschalten. Ihr bekommt auch Benachrichtigungen über SMS oder iMessage-Nachrichten. Bei eurem Fitbit-Alter könnt ihr auch die Armbänder auswechseln, sodass ihr mal schicke Lederarmbänder habt oder Edelstahlarmbänder. Laut Fitbit sieht dein Tracker selber, wann du gelaufen bist oder wann du gegangen bist oder wann du fährst. Laut meiner Erfahrung nimmt dein Tracker das nicht auf. Hier zeigt mein Fitbit-Tracker zum Beispiel an, dass ich 4000 Schritte gelaufen bin, obwohl ich die Hälfte davon mit dem Bus gefahren bin. Und mein iPhone zeigt mir an, dass ich wirklich nur 2000 Schritte gegangen bin an dem Tag. Also es macht wirklich einen großen Unterschied aus. Ein sehr positiver Punkt beim Fitbit ist jedoch, dass man einfach sein Handgelenk umdrehen kann und hier wird die Uhrzeit angezeigt. Das heißt, das Armband leuchtet nicht permanent, sondern nur, wenn man sein Handgelenk umdreht und zwar in der Bewegung, wie man eben auch auf die Uhr schaut. Ansonsten kann man auch einfach seinen Arm ein bisschen schütteln und dann wird einem die Uhrzeit auch angezeigt. Sollte jetzt jemand wirklich gar keine Lust haben, seine Armgelenk umzudrehen oder er möchte einfach anderes auf dem Display angezeigt bekommen, kann man auch einfach auf dem Display doppelt tippen. Dass es nicht immer funktioniert, seht ihr gerade. Nach dem ersten Mal doppelt tippen auf dem Bildschirm, also nachdem die Uhrzeit angezeigt wird, braucht man nur noch einmal zu tippen. Und dann kann einem das angezeigt werden, was man eben so eingestellt hatte. Das kann alles sein, also von der Kilometeranzahl, die man zurückgelegt hat, bis hin zur Schritteanzahl. Es ist wirklich alles echt super, was einem angezeigt wird. Das einzige Manko ist nur, es ist recht schwierig, es angezeigt zu bekommen. Also wie ihr hier seht, wenn du doppelt drauf tippst, funktioniert das nicht immer. Man muss festdrücken, manchmal mehrmals tippen. Ab und zu funktioniert es auch einwandfrei, also es ist ein bisschen lästig, aber man gewöhnt sich auch dran. Und wir sind auch schon am Ende meines Reviews. Ich hoffe, das hat euch etwas weitergeholfen und vielen Dank fürs Zuschauen.